Grüß euch, wir sind jetzt da im 19. Bezirk, im Bezirksreferat der SPÖ Döbeln. Und da werde ich heute über vegane Ernährung sprechen, wie das Ganze im Fitnesskontext aussieht und welche Vorteile die vegane Ernährung im Alltag bringt, wie die Birgit Jelinek, die Diätologin, mit der ich zusammenarbeite, kurz vor mir zusammenfassen, und danach werde ich darauf Bezug nehmen und dann auch sprechen darüber, welche veganen Spitzensportler gibt es schon und warum gerade veganen Spitzensport das Nonplusultra darstellt. Viel Spaß beim Vortrag. Okay, also mein Name ist Birgit Jelinek, ich bin Diätologin und freue mich sehr, dass ich heute da sein darf, dass ich eingeladen wurde, heute ein bisschen über die vegane Ernährung zu sprechen, über die Vorteile einer veganen Ernährung für unsere Gesundheit, und möchte auch vorweg eigentlich ein paar Worte zur Nachhaltigkeit bei der Ernährung sagen. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft, aber nicht nur jeden Einzelnen. Es ist oft so, dass man das Gefühl hat, Ernährungsentscheidungen sind eine ganz eine private Entscheidung. Ist nicht ganz so, wenn man sich die Auswirkungen von unseren Ernährungsentscheidungen anschaut. Und das möchte ich zu Beginn auch ein bisschen anschneiden. Und dann in den persönlichen Bereich unserer individuellen Gesundheit, wo halt echt jeder für sich isst und die Auswirkungen ja dann ausbaden muss oder die Früchte ernten darf. Es ist so, wenn man sich die weltweite Hungerslage anschaut, sage ich einmal, dass täglich 30.000 Menschen verhungern. Nach wie vor. Ganz viele Leute auf dieser Welt haben kein sauberes Trinkwasser. Also so wie wir es gewohnt sind, dass wir jederzeit einkaufen gehen können, dass wir jederzeit die Wasserleitung aufdrehen, dass wir trinken können, immer wann wir Durst haben. Das ist nicht selbstverständlich, da sind wir echt in einer glücklichen Position. Und es ist nicht immer ganz direkt nachzuvollziehen, dass wir das halt eigentlich mit beeinflussen. Und weil der Jahresthema Nachhaltigkeit ist, dachte ich mir, das ist ein ganz guter Punkt, hier das auch anzusprechen. Und zwar geht es um den Veredelungsverlust. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den Begriff kennt. Es geht darum, dass wir, wenn wir eine Kalorie Fleisch erzeugen wollen, bis zu 20 Kalorien pflanzliche Lebensmittel brauchen. So, wenn man sich vorstellt, ein Rind isst Pflanzen, um eine Kalorie Muskelfleisch aufzubauen, muss das Tier 20 Kalorien Pflanzen essen. Wenn man sich das ein bisschen besser vorstellen möchte, wäre das für so ein 100-Kalorien-Steak, also so ein normales Steak, wie man es halt bei einer Hauptspeise hat 100 Kalorien, wenn ca. 2000 Kalorien Pflanzen, also das ist der Tagesbedarf einer inaktiven Frau, also so wie wir Damen hier sitzen, das ist das, was wir pro Tag brauchen. Also wenn wir die Pflanzen direkt essen würden, könnten wir den Tagesbedarf decken, was man für so 100 Gramm Steak braucht. Also das ist, sich das so vorstellt, schon ziemlich krass. Also beim Rindfleisch ist es für eine Kalorie Rindfleisch 20 Kalorien, ja, pflanzliche Kalorien. Bei Hühnern ist es ein bisschen weniger, da hat man 1 zu 10. Bei Schweinen ist es dann 1 zu 3. Und wie gesagt, bei pflanzlichen Kalorien, wenn wir das direkt essen, haben wir wirklich 1 zu 1. Also das zahlt sich ganz gewaltig aus, wenn man sich so Sachen in den Hinterkopf eben ruft, wie kann man unsere Weltbevölkerung ernähren. Wir werden immer mehr, theoretisch wäre genug da. Ein anderes Beispiel, wie man sich das ganz gut vorstellen kann, ist ein Hektar Land. Ist viel, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, aber die Fläche braucht man, um ein Kilogramm wieder Rindfleisch herzustellen. Das ist massiv viel. Auf der gleichen Fläche könnte man 160 Gramm Kartoffeln anbauen, also davon kann man schon eine Zeit lang essen, oder 200 Kilogramm Tomaten, also Paradeiser. Auch eine ganze Menge Nahrungsmittel ganz einfach, die wir ganz, ganz notwendig hätten, wenn sie dann gut verteilt werden würden. Ein anderer Punkt, der da reinfällt, ist, dass, wie gesagt, mit diesem Veredelungsverlust einfach irrsinnig große Mengen an pflanzlichen Lebensmitteln an die Nutztiere verfüttert werden. Wir sprechen weltweit von ungefähr 50% des Getreideanbaus, also 50% des weltweit angebauten Getreides gehen an unsere Nutztiere. 80% des weltweit angebauten Sojas gehen auch an unsere Nutztiere. Da spielen dann wieder so Sachen rein wie Regenwaldabholzung. Also Sie sehen, das hängt alles irrsinnig nah zusammen. Auch wenn man darüber vielleicht nicht so nachdenkt und es einfach auch nicht sieht, wenn wir einkaufen gehen. Also es ist ja nichts, worüber viel gesprochen wird. Deswegen freue ich mich, dass ich es Ihnen erzählen darf und dass das möglicherweise über den einen oder anderen Punkt halt auch ins Programm mit aufgenommen wird. Was kann ich noch sagen zur Nachhaltigkeit? Genau, Wasser natürlich. Wir brauchen irrsinnig viel Wasser. Ich habe jetzt zu Beginn gesagt,
sauberes Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit. Für uns schon, Gott sei Dank, da sind wir alle, wie wir da sitzen, froh. Wir haben eh Wassergläser, auch total schön. Für ein Kilogramm Fleisch, Rindfleisch wieder, das habe ich halt als Beispiel, also was wir auf einem, oder wofür wir einen Hektar brauchen, brauchen wir über 15.000 Liter Wasser. 15.455 Liter Wasser, das ist eine ganze Menge. Es gibt dieses Beispiel auch, wenn man auf einen Burger verzichtet, spart man so viel Wasser, wie wenn man ein Jahr lang nicht duschen geht. Also von da kommen diese Zahlen, das ist schon ziemlich gewaltig. Für ein Kilo Kartoffeln im Vergleich würde man ca. 255 Liter Wasser brauchen. Also Sie sehen bei all diesen Beispielen, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, sind wir mit pflanzlichen Lebensmitteln einfach viel, viel besser dabei. Und die Möglichkeit eben, möglichst viele Menschen zu ernähren, und das ist ja ein Problem, was einfach ein realistisches ist, haben wir halt mit pflanzlichen Lebensmitteln viel, viel mehr. Und wenn Sie jetzt sagen, gut, das ist tragisch, und das ist es, aber was geht das halt mich an, weil das kennen wir ja auch alle, da kann ich mich nicht rausnehmen, man putzt sich so ein bisschen ab und alles, was man nicht so sieht, das ist halt schwer, das auch zu berücksichtigen. Da haben Sie Glück, weil das, was für die Weltbevölkerung das Beste ist, ist auch für Sie alle individuell, für jeden Einzelnen das Beste. Und da geht es einfach um unsere persönliche Gesundheit. Also was kann man jetzt tun, damit man selber gesund ist? Also wenn man es schon nicht für alle anderen machen möchte, möchte man es vielleicht für sich selber machen. Weil die Todesursache Nummer 1, und wahrscheinlich kennen Sie alle jemanden, den es schon getroffen hat, sind Herzerkrankungen. Also Todesursache Nummer 1 in den ersten Weltländern, also in unserer Situation, sind Herzerkrankungen. Eine Erkrankung, die immer mehr wird, immer mehr unaufhaltsam, schon bei Kindern, obwohl das früher eine Alterserscheinung war, ist der Diabetes. Dann haben wir noch so Sachen wie Gicht, also diese schmerzhaften Gelenksentzündungen. Wir haben das metabolische Syndrom, wo all diese Dinge zusammenkommen. Krebs natürlich, das sind alles Dinge, die persönliche Schicksale prägen, und das ist einfach furchtbar, wenn man selber hat, wenn man es miterlebt, in der Familie, im Bekanntenkreis. Ich glaube, heutzutage ist es echt so, dass jeder irgendwen kennt. Und wenn man da halt die Experten fragt und die Leute, die halt wirklich auch Erfolge vorzuweisen haben, also die, die Leute gesund machen und gesund erhalten, die sind sich eigentlich alle einig. Also die haben alle ein bisschen unterschiedliche Ansätze, ihre Schwerpunkte woanders. Aber wenn man sich anschaut, was für ein Konzept fahren wird, sind sie sich bei der Ernährung alle einig, und das ist die pflanzenbasierte Vollwertkost. Das ist nicht gleichzusetzen mit Veganismus, da muss man ein bisschen aufpassen, aber es ist eine pflanzenbasierte Ernährung, und damit werden Krankheiten geheilt, also Krankheiten geheilt, die als unheilsam gelten. Mein Lieblingsbeispiel ist der Aterosklerose, das ist der Bärenverkalkung, die ja lange, lange Zeit als nicht reversibel gegolten hat. Also das heißt, wenn man die hat, dann hat man die. Die sieht man übrigens schon bei Kindern heutzutage auch, also wenn man Obduktionen macht, halt bei Kindern, die irgendwie bei Unfällen verunglückt sind, die haben alle schon diese Ablagerung in ihren Blutgefäßen aufgrund von zu viel tierischen Fetten, ganz einfach. Und da hat man geglaubt, wenn man die mal hat, dann hat man Pech, die werden immer mehr, irgendwann sind sie zu, führt zu Herzinfarkten, führt zu Hirnschlag. Und es gibt zwei Ärzte in Amerika, Dr. Esselstyn und Dr. Dean Ornish, die sind draufgekommen, mit einer pflanzenbasierten Vollwertkost kann man das reversieren. Also das wird nicht nur gestoppt, sondern diese Ablagerungen, die lösen sich wieder auf. Ein anderer Arzt, Dr. Neil Bernard, die Namen sind unwichtig, ich sage es Ihnen trotzdem, vielleicht interessiert es den einen oder anderen speziell, der kann sich das aufschreiben, der heilt Diabetes mit einer pflanzenbasierten Vollwertkost. Auch eine Krankheit, was heißt, gut, im Alter kriegt man einen Diabetes, das ist ganz normal. Stimmt nicht. Das ist was Neues, das ist eine neuartige Erscheinung, das gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht so, nicht in dem Ausmaß. Es hängt total mit unseren Lebensstilgewohnheiten zusammen und halt ganz, ganz viel einfach mit unserer Ernährung. Und da auch pflanzenbasierte Vollwertkost. Thema Krebs kennt auch sicher jeder irgendjemanden. Furchtbare Krankheit, furchtbarer Krankheitsverlauf, ganz schlimm auch das mit anzusehen. Also ich habe selber in der Familie Familienmitglieder verloren, und das ist elendiglich, das mit anzuschauen, weil einfach das Treatment ganz ein furchtbares ist. Da ist es nicht so eindeutig. Aber die Hinweise sind da. Ich weiß nicht, ob die China Study dem einen oder anderen ein Begriff ist. Da hat man beobachtet, Bereiche in China, wo man kein Krebsvorkommen hat, Bereiche, wo es sehr viel gibt. Und da hat sich das halt auch gehäuft. Einfach in den Bereichen, wo es viel Krebs gibt, wird gegessen wie im Westen, also wie bei uns. Viele tierische Lebensmittel, viel Milch vor allem. Also Milch ist da sehr ein Verruf. Natürlich auch Lebensumstände, Bewegung,
weiß ich nicht, sitze in der Arbeit und so. Also spielt schon alles mit rein. Aber Ernährung, das zieht sich einfach durch. Und das ist nicht, weil ich mir das so wünsche und weil ich das so gerne haben mag, sondern das ist einfach wirklich was, was man in all diesen Bereichen anschauen kann. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, und das haben Sie sicher alle schon gewusst, nur noch nicht drüber nachgedacht, man weiß, welche Lebensmittel gesundheitsförderlich sind und welche nicht. Also das hat man alle schon mal gehört. Und ich Sie frage, was sind Lebensmittel, die man essen soll? Was halt Ihnen da ein? Obst der Klassiker, genau, Obst und Gemüse. Obst und Vollkornprodukte. Vollkornprodukte, genau. Trinken soll man Wasser, das hört man eh auch immer. Und wenn es dann darum geht, was man eher einschränken soll, hört man halt immer gleich einmal Wurst. Die WHO hat ja, genau, Zucker. Die WHO hat ja auch gerade erst einen Bericht rausgegeben, wo dann eben verarbeitete tierische Produkte oder Fleischprodukte, also Wurst und so Sachen, als genauso kanzerogen eingestuft worden sind wie Zigaretten. Also gleiches Krebsverursachungsrisiko und all diese Dinge, also man weiß das, nur passiert es heutzutage selten, dass man es so serviert bekommt, wie Sie es jetzt von mir serviert bekommen, weil das einfach noch nicht, sich noch nicht so durchgesetzt hat und da einfach viele, viele Parteien, jetzt nicht im politischen Sinn, mitmischen, denen das nicht so recht ist. Nichtsdestotrotz, wenn man sich anschaut, was funktioniert, was machen die Leute, die gesund sind, dann ist das eben genau das. Und wenn ich von einer pflanzenbasierten Vollwertkost spreche, sind das eben pflanzliche Lebensmittel in einem möglichst unverarbeiteten Zustand. Also was wir heute dann am Buffet bekommen, passt dann im Großen und Ganzen rein. Das Einzige, was da nicht dazugehört, ist dann das Öl oder eben auch der Zucker, wo du gesagt hast, das ist einfach ein stark verarbeitetes Lebensmittel. Und das ist dann per se nicht das Allergesündeste. Aber man muss ja nicht von heute auf morgen 100% machen. Also wenn Sie sagen, das ist was, was Sie interessiert, in Wirklichkeit bringt jeder einzelne Schritt was. Also es ist echt so, vielleicht kennen Sie diesen veganen Montag, wo es einfach darum geht, an einem Tag die Woche mal zurückzustecken. Oder, weiß ich nicht, Sie entscheiden, dass Sie einen Frühstückskaffee mit einer Pflanzenmilch trinken. Oder dass Sie zum Mittag mal vegetarische Speisen ausprobieren, nicht immer Fleisch. Also wirklich jeder einzelne Schritt in die Richtung und auch das Interesse, dass Sie heute da sind, das rechnet sich einfach und es macht eben nicht nur für Sie persönlich, sondern wirklich global gesehen auch einen Unterschied. Und deswegen eben, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, darf man Ernährung nicht vergessen. Und damit schließe ich ab, glaube ich. Viel Input, kurze Zeit. Wenn es Fragen gibt, gerne jetzt oder auch nachher, ich weiß nicht, was vorgesehen ist. Florian jetzt noch ein bisschen. Genau, weil wir sind dann eher noch da. Also danke, dass Sie da sind und dass du das möglich gemacht hast. Auch. Genau, danke fürs Kommen. Sehr gerne. Ja, danke, liebe Birgit, für diesen auch für mich in gewisser Weise neuen Input. Also man lernt ja nie aus. Ich lebe jetzt selber seit knapp 3 Jahren vegan. Habe zuvor, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin Fitnesstrainer, habe diverse Ausbildungen gemacht, habe begonnen auf der Schmelz im 15. Bezirk zu studieren und irgendwie im Laufe des Anatomiekurses hat sich mir die Frage gestellt, okay, wie schaut das jetzt da aus beim Menschen, wie schaut das beim Tier aus und irgendwie ist das ja vom Aufbau so ziemlich fast dasselbe und deswegen kann man ja mittlerweile schon Schweineklappen in Menschenherzen implantieren, weil eben die Ähnlichkeit so hoch ist und für mich hat sich dann eben die Frage gestellt, möchte ich so etwas Ähnliches in mich aufnehmen. Für mich persönlich hat sich das mit einem klaren Nein beantwortet und damals habe ich eben aufgehört, Fleisch zu essen. Habe einen sehr guten Wandel damit gemacht, habe 2010, wenn es richtig ist, 2010, 2011, habe ich dann einen Ironman gefinisht. Das ist für die, die das nicht kennen, das ist ein Triathlon, der, sagen wir jetzt einmal, Extraklasse, es gibt da noch ein bisschen was drüber. Man schwimmt da knappe 4 Kilometer, fährt dann 180 Kilometer mit dem Fahrrad und weil das so schön ist, läuft man noch einen Marathon drauf und da hat mir an sich diese fleischfreie Ernährung schon sehr viel, sehr gut getan, mir persönlich, also ich kann immer nur von mir persönlich sprechen und habe dann im Laufe der Jahre einfach immer noch mehr hinterfragt, Milchprodukte haben sich dann automatisch irgendwie mit der Zeit verloren und ich habe begonnen, mich mit dem veganen Lebensstil zu beschäftigen und bin dann schlussendlich vor knapp circa 3 Jahren
vegan geworden, 100% vegan. Es ist für mich einfach auch die moralethische Komponente dazu gekommen, aber auf jeden Fall war es bei mir ein Umsteigen aufgrund der Leistungsfähigkeit und einerseits aber auch natürlich aufgrund des Ekels, den ich da zuvor angesprochen habe, dass ich eben jetzt nicht etwas essen möchte, das einem menschlichen Organismus jetzt so ähnlich ist, also vom Zellaufbau, von dem Aufbau der Muskelfasern, der Sarkomere, das sind so kurze Abschnitte im Muskel. Und ja, das war so mein Zugang, aber jeder hat den eigenen Zugang. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht alleine. Also im Spitzensport und im Hochleistungssport gibt es sehr viele Menschen, die sich bereits vegan ernähren und auch schon über Jahrzehnte vegan ernähren oder über Jahre vegan ernähren. Und das ist so das, was ich Ihnen jetzt weitergeben möchte, dass eben unter anderem, wir haben da im Raum sitzende die mehrfache Staatsmeisterin Melanie Frauenschild, die auch eine vegane Lebensweise und Ernährungsweise pflegt. Im Boxen. Staatsmeisterin im Boxen, genau, also im olympischen Boxen, klassisches Oldschool Olympic Boxing. Und wir arbeiten jetzt schon seit einem Jahr zusammen. Ich berate sie in verschiedenen Punkten. Und also es ist schön, dass man sehen kann, so direkt, so nah auch in Österreich, was mit veganer Ernährung so machbar ist. Unter anderem eben bei Menschen, mit denen ich direkt zusammenarbeite. Menschen, die Sie vielleicht aber auch kennen, wer sich für den Boxsport interessiert, unter anderem David Hay. Die Melanie hat mich da auf die Information gebracht. Das ist der ist jetzt zurückgekommen in den aktiven Boxsport. Der lebt auch schon vegan jetzt über einen gewissen längeren Zeitraum. Wenn man sich diesen David Hay anschaut, dann ist wahrscheinlich die Frage, die vegan lebende Menschen im Übermaß gestellt bekommen: Wo bekommst du dein Protein her? Das ist bei uns ein Running Gag, die noch nicht vegan leben. Die haben diesen Witz vielleicht noch nicht so oft gehört wie wir. Für uns grenzt es schon ein bisschen an einen Witz, weil wenn man an die Zahlen und die Fakten und die Daten, wenn man denen Glauben schenken kann, von amerikanischen und weltweiten Top-Ärzten in ihren Bereichen, dann nehmen wir Menschen sowieso, selbst mit einer veganen Lebensweise und veganen Ernährung, 70% mehr essentielle Aminosäuren, also Proteine. Es gibt 20 Aminosäuren, 8 davon sind essentiell. Und von diesen 8 essentiellen Aminosäuren, wir nehmen 70% mehr auf, also mit einer regulären veganen Ernährung. Das heißt, wenn man jetzt als Sportler doppelt so viel bräuchte, ja, um den Muskelaufbau eben voranzutreiben, wenn man zum Beispiel Bodybuilding betreibt, da gibt es auch den Alexander Dagatz, der ist Fitness-Bodybuilding-Weltmeister geworden. Die Jahreszahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Der ist selbst Allgemeinmediziner, also Arzt, und mit veganer Ernährung. Ja. Also wir nehmen genug Baustoffe auf in unserem Körper, und das Schöne ist, unser Organismus ist ein Wunderwerk. Ja. Also wir haben einen sogenannten Aminosäurenpool, und wenn wir mal von gewissen Aminosäuren einfach zu wenig haben, dann speichert der Körper einstweilen die ein, die er gerade bekommt, und nimmt sich dann, wenn er dann die anderen Aminosäuren bekommt, das dann aus der Ernährung, aus dem, was wir zuführen, wieder die raus, die er braucht, und wir haben wieder ein komplettes Aminosäurenpool von diesen 8 essentiellen Aminosäuren. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kompliziert. Auf jeden Fall, es geht. Ja? Also was ich damit sagen will, das darf kein Hindernis sein, sondern wenn man jetzt Sport betreibt und wenn man sagt, okay, ich möchte Hochleistungssport betreiben, weiß nicht, ob deine oder die andere das vielleicht noch vorhat oder schon hinter sich hat und sich denkt, ah, die guten alten Zeiten, und damals habe ich noch Fleisch gegessen, und geht das überhaupt oder würde das gehen, kann ich das weiterempfehlen? Ja, also ganz klar, ich als staatlich ausgebildeter Triathlon-Instruktor, das ist so die Vorstufe zum Trainer, kann das auf jeden Fall sagen, also im Langdistanzbereich ohne weiteres möglich. Als ehemaliger Leistungsathlet kann ich sagen, auch bei eigener Erfahrung, auf jeden Fall möglich. Und das betrifft aber jetzt nicht nur den Langdistanz- und Ausdauersport, weil vielleicht sagen jetzt die einen oder anderen, ja gut, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt noch einen Marathon oder so einen Ironman laufen, sondern ich möchte halt im Gesundheitsbereich mich bewegen, einfach fitter bleiben. Die Birgit hat das ja schon angesprochen. Alles, was für den Alltag gilt, ja, wenn man das jetzt so logisch hinterfragt, gilt das dann auch für den Sport? Also
Ich würde mal sagen, das kann man mit Ja beantworten, weil wenn es mir im Alltag gut tut, dann tut es mir auch im sportlichen Bereich gut. Was man halt einfach da beachten kann oder eben auch sollte, dass man das einfach anders planen muss. Also wenn man dementsprechend intensive Trainingseinheiten hat, dann gilt es die Ernährung genauso intensiv und rigoros zu planen, wie es das Training zu planen gilt. Ja. Das heißt, wir werden schon angerufen, liebes Kamerateam. Es schaltet sich Moskau zu, sie wollen dabei sein bei dieser Live-Übertrag über vegane Ernährung im Spitzensport und im Alltag. Danke an Moskau. Also Sie sehen, man ist auch nicht humorgeschädigt als vegan lebender Mensch. Man hat auch noch Freude am Leben. Noch. Also das Feine ist, gegen viel Vorurteile, die oft gehegt werden. Die vegane Ernährung ist eine sehr vielfältige Ernährung und das darf sie auch sein. Es muss sie nicht unbedingt sein, aber es wäre sehr gut, wenn sie es dann ist. Einfach, und du kannst ja ruhig durchgehen, das ist überhaupt kein Problem. Einfach um unseren Körper das zu bieten, was er braucht, weil er nimmt sich sowieso. Ja. Und wenn wir eben auf pflanzenbasierte Vollwertkost uns konzentrieren, dann kann der Körper dementsprechend auch die Vitalstoffe, die Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, die sehr wichtig sind, gerade im Sport und nach sportlicher Betätigung gibt es einen sogenannten Open-Window-Effekt. Das heißt, man ist anfälliger auf einfach Effektkrankheiten, auf die freien Radikale, die auf den Körper zugreifen, die unseren Körper schädigen können, die unsere Zellen schädigen können. Und da ist es natürlich dann sehr zweckdienlich, wenn man dementsprechend viel Nahrung aufnimmt, die dem Körper hilft, diese ganzen Angriffe einfach auch abzuwehren. Ja. Also wir werden sowieso 24 Stunden von irgendwelchen Viren, Bakterien befallen, aber der Körper schafft es damit umzugehen und besser schafft er es natürlich damit umzugehen, wenn entsprechenden Vitamine und Nährstoffe einfach in den Körper hineinkommen. Und das ist im Alltag genauso wichtig wie im Hochleistungssport. Wem der David Hay als Profiboxer jetzt nicht unbedingt der Name ist, der einem ein Begriff ist, sagt einem vielleicht der Herr Djokovic was, der Tennisspieler, der Weltklasseathlet ist, oder auch ein Lionel Messi, also der wurde jetzt zum Fußballer des Jahres gekürt. Der lebt zwar nicht 100% vegan, aber er lebt überwiegend pflanzenbasiert vollwertig. Und hin und wieder konsumiert der Herr Messi auch ein bisschen Fisch, das hat er öffentlich so zugegeben, also beziehungsweise zugegeben, es gibt nichts zu beeinflussen. Also das hat er so transportiert. Aber schön ist es eben zu wissen und zu hören, dass eben Sportler, die fast jedem ein Begriff sind, dass die auch beginnen, bewusster mit ihrem Körper umzugehen, nämlich nicht nur im Bereich Training, sondern auch im Bereich Ernährung. Weil das eine ohne dem anderen zwar einen gewissen Zeitraum geht, aber wir wollen ja nicht nur Sportler bis 35 sein und dann abdanken und krank werden und Verletzungen haben andauernd und immer wieder passieren müssen. Das ist nämlich auch ein Punkt, den die Birgit schon angesprochen hat, dass man eben vor Effekten und vor Krankheiten durch die entsprechende Ernährung geschützt ist und das ist gerade im Sport sehr wichtig. Also das ist im Hobbysport genauso wichtig wie im Spitzensport, im Hochleistungssport. Den vierten Punkt habe ich nicht, aber ich habe noch 5 Finger auf der Hand. Also, fällt mir jetzt nichts ein, es ist generell immer wichtig, sich dementsprechend pflanzenbasiert gesund zu ernähren. Und deshalb pflanzenbasiert gesund, weil, wie es schon vorher vielleicht rauszuhören war, man kann sich vegan ernähren, aber das ja ungesund. Ja. Und das haben Sie vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört, die Veganer, ja, die Mangelerscheinungen. Also es kann an sich, bis auf mir fällt eine einzige Ausnahme ein, das ist das Vitamin B12, kann es eigentlich zu keinem Mangel kommen. Ja. Also wenn man das wirklich pflanzenbasiert vollwertig macht und nicht immer Palatschinken macht mit Marmelade, wo der Palatschinkenteig schon mit Zucker gemacht ist, der Marmelade mit Zucker gemacht ist, oder Konfitüre, je nachdem. Also wenn man sehr, sehr zuckerreich isst natürlich und wenig Nährstoffe aufnimmt sonst, dann kann es natürlich nicht sehr zuträglich sein für Hochleistungstechnischen Sport und auch nicht für den Alltag.
Aber wenn man da wirklich vollwertig achtet, Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, haben Sie gesagt, also wenn man gesund, was ist gesund, Obst und Gemüse, und das variantenreich. Also man lernt als vegan lebender Mensch sehr viele Lebensmittel kennen, die einem vorher kein Begriff waren. Also ich spreche da jetzt Quinoa an oder Quinoa. Das ist ein Fuchsschwanzgewächs, das wird Gold der Getreide der Anden genannt auch. Also das kommt an sich aus den Anden. Ist ein Fuchsschwanzgewächs, also so nahe verwandt mit Spinatgewächsen eigentlich, ist aber quasi als Pseudogetreide bezeichnet, hat auch alle essentiellen Aminosäuren. Ja. Also wieder, etwas Proteinmangel, das kann mit veganer, mit bewusst geführter pflanzlicher Ernährung an sich nicht auftreten. Ja. Das B12, das ich kurz angesprochen habe, das wird heutzutage, weil wir einfach so reinleben, die Tiere in der extensiven, intensiven Massentierhaltung, oft nur in Stallungen leben, die voll betoniert sind oder Teilspaltenböden haben. Da gibt es keine aktiven Mikroorganismen mehr, die dieses B12 bilden. Und dementsprechend wird das auch dort zugefüttert. Ja. Und ob ich das jetzt über das Tier aufnehme, also das Tier isst jetzt einmal das zugefütterte B12, das sowieso mit Sojaschrot und mit Getreide gefüttert wird, was ja ohnehin für dieses Tier nicht zuträglich ist. Und dann essen wir dieses B12 aus dem Tier, womit wir aber sehr viele Schadstoffe natürlich noch mitessen, weil die Tiere müssen Nährung verstoffwechseln, die sie an sich nicht essen würden. Die würden eigentlich überwiegend Gras fressen. Jetzt bekommen sie aber dieses Grasfutter, dass sie übertrieben schnell wachsen. Es wächst halt dann nicht nur die Muskelmasse, sondern es wachsen auch sehr viele andere Dinge auch. Und wir nehmen dann all diese gefilterten Schadstoffe, die damit gegessen werden, essen wir mit. Das heißt, um uns diesen Umweg zu ersparen, über die Tiere kann man sich an sich dieses B12 auch direkt in der Apotheke kaufen und das direkt essen, weil wir haben einfach eine sehr reine Welt. Also Wien ist ja sehr sauber, nicht überall. Also am Gürtel, wenn man da tief Luft holt, das kann ich nicht empfehlen, aber wenn Sie Sport betreiben, also in der Natur, ist es auf jeden Fall empfehlenswerter, Sport zu betreiben. Natur ist eher alles, aber im Wald zum Beispiel, wo man dieses tiefe Atmen, das ist sehr wichtig, eine aufrechte Körperhaltung, das führt auch zu ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstwert oft. Also ich lese gerade ein Buch über Körpersprache vom Stefan Werra, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, ist ein Körpersprachenspezialist, der sich auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse bezieht. Also es ist sehr wichtig, schon einmal aufrecht zu sitzen, dementsprechend tief ein- und auszuatmen, und ich darf das jetzt im Rahmen dessen dieses Vortrages hier sagen, weil das ist im Sport nämlich auch essentiell. Also genauso essentiell wie das Essen, also wir ernähren uns ja auch vom Sauerstoff, der uns umgibt, von der Luft, ist es tief ein- und auszuatmen, was ich jetzt während des Vortrags vielleicht etwas zu wenig gemacht habe, dafür etwas schneller gesprochen habe, damit es nachher noch Platz gibt für Fragen, und natürlich die entsprechende Regeneration. Und das ist eben auch wieder ein Punkt, wo die Ernährung wieder hineinkommt, weil wenn ich den Darm, also den Magen-Darm-Trakt füttere mit etwas, wo er auch arbeiten muss, das heißt Ballaststoffe, da haben wir eigentlich in unserer westlichen Ernährung zu wenig drinnen. Die kommen nur in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Deswegen pflanzliche Lebensmittel essen, damit sie ballaststoffreich ist, die Ernährung, das fördert die Peristaltik, das fördert die Bewegung des Darmtraktes und fördert eben einen gesunden Darm. Und der Darm ist ein Teil unseres Immunsystems, das Teil Nummer 1, würde ich jetzt einmal sagen. Natürlich, da gehört sehr viel dazu zum Immunsystem, aber der Darm ist ein gewisser Teil davon. Und eben ein gesunder Darm ist genauso essentiell und genauso wichtig für sportliche Höchstleistungen wie das tiefe Luftholen. Und das entsprechende Regenerieren wird natürlich durch ein gesundes Immunsystem unterstützt, weil wir regenerieren wesentlich schneller. Das heißt, es ist ein positiver Kreislauf, es ist eine positive Spirale, die uns dann nach oben unterstützt, und deswegen wird es von so vielen immer mehr Spitzensportlern auch angewandt. Also Gerlinde Kaltenbrunner ist vielleicht auch ein Begriff, Extremsportlerin, Extrembergsteigerin, Vösendorferin. Ich durfte sie zumindest sehen, also wirklich viel geplaudert haben wir nicht, weil ich bei Sport Eibel gearbeitet habe über mehrere Jahre und wir dort auch einen Lauftreff begonnen haben zu starten.
Und also Gerlinde Kaltenbrunner, die ohne zusätzlichen Sauerstoff alle 8000er gestiegen hat, als erste Frau der Welt, vegan lebend. Also ich glaube, wenn man sich, mehr muss ich nicht wirklich sagen, wenn man sich dafür interessiert, Sie können sich gerne an mich wenden. Ich habe Visitenkarten ausgelegt. Das ist ein Projekt von der Boxerin, von Melanie Frauenschild, von Christian Bentor, der auch im Muskelaufbau-Sportbereich tätig ist. Also ein aktiver Hobbysportler, wenn ich das so sagen darf, und mir mehrfachen, sehr viele verschiedene Ausbildungen geprüfter Instruktor, Fitnesstrainer. Also Sie können sich gerne an uns wenden, schreiben Sie einfach an die Weekend Community. Schauen Sie sich unsere Videos an. Ich habe schon, glaube ich, kurz gezeigt, dass ich dem Humor kein Abtrünniger bin. Also es ist auch ein bisschen Spaß dabei. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Und die Birgit freut sich sicher auch, wenn jetzt irgendwelche Fragen nicht beantwortet werden in dieser Runde, in dieser Fragerunde jetzt danach, weil einem das Beste immer einfällt, wenn man gerade den Fuß aus der Tür gesetzt hat oder der Zach Florian oder die Elene Birgit gerade in die Straßenbahn eingestiegen sind und man sich denkt, ah, das hätte ich noch fragen wollen, dann schreiben Sie uns einfach. Und in diesem Sinne sage ich auch danke fürs Bereitstellen der Flipchart. Es war für mich wichtig, dass ich nicht so alleine stehe. Alles Gute.